Im heutigen Video zeigen wir euch einige Sachen von dem jetzt laufenden Projekt. Wir sind ja eine Woche in Minsk auf der Druzhba-Reise gewesen. In der Zeit sind die Projektdaten gekommen. Wir haben noch einige Sachen geändert und zeigen euch mal jetzt, was wir alles so zurzeit machen. Wir waren jetzt ein paar Tage nicht da. Es ist Tauwetter. Und wie ihr seht, ist das Eis um den Turm sehr gut weggeschmolzen. Und es wird auf dem Video nicht erkennen sein, zu sein. Es ist oben links, strölt es raus und nach rechts auch. Aber es gefriert jetzt halt nicht mehr. Wir haben aus Moskau eine super gute Spenglertruppe gefunden, die zu uns nach Nischni gekommen ist und dort das Garagenfachdach fertigt, so wie sie es gehört. Und ich bin wirklich begeistert. Es sind wirklich Fachleute. So, die Jungs sind wieder fleißig. Wir sagen immer Olsenmande. Wird jetzt das Dach isoliert. Und Jackson wird wieder. Jackson ist korrupt, lässt sie wieder bestechen. Ne, Jungs sind fleißig. Ihr seht, ist hier drunter jetzt auch alles abgetaut. Es ist bloß noch jetzt die Sägemehlpampe. Und die Jungs vom Dach sind auch fleißig. Ja, man sieht schon, die Jungs, die können es. Jetzt ist dieses Lenker, also das Band, Lüftungsband. Die Bleche machen sie alle selber vor Ort. Gefällt mir. So, das Abtropfblech haben sie auch rundherum jetzt ran. Bin ja froh, dass es jetzt nicht mehr regnet. Denn das Arbeiten macht sonst eigentlich keinen Spaß. Und ihr seht, das sind alles noch Schneeberge mit Sägemehl vermischt. Das sind die Blechrollen, aus denen das nachher das Dach alles gefalzt wird. Hier steht auch die Falzmaschine. Haben sich einen Tisch gebaut, wo es denn lang geht und gebürtelt wird. Tja, der traurige Rest vom Fundament. Sobald es ein bisschen trockener geworden ist, werden die Jungs aus dem Dorf kommen und die Überreste des Schwarzen hier alles entfernen. Haben sie noch mal gut zwei Tage zu tun, denke ich mal. Tja, in dem Loch war mal der Septiktank. Der ist ja bis unten hin weggebrannt. Müssen wir mal gucken, wird wohl eine Handschachtung werden, um das alles wiederherzustellen und einen neuen Tank rein. Und hier das Notgitter, was wir rüber gemacht haben, weil ist ja noch keine Steine, nichts drauf. Und da liegt da der Gulli sozusagen. Und so kann das Wasser bequem weglaufen und steht hier kein Wasser. Macht's bequemer. Das fertigen die Jungs auch alles hier selber an. Das sind die Verbindungsstücke von Blech an der Seite. Quasi die Schiebehülsen. So, ich stehe seit Monaten mal unten. Seit Herbst, sage ich mal, das erste Mal. Und mal gucken, was für Schäden sind. Ihr seht ja massenweise umgeknickte Bäume, liegende Birken. Und ob die nochmal hochkommen, bezweifle ich. Werden wir jetzt wahrscheinlich wegschneiden müssen. Und die Teiche, oder der Teich hier unten, ist mehr als gut gefüllt. Hier ist der natürliche Überlauf. Und das Wasser läuft wie verrückt. Auf der anderen Seite ist ja auch ein Kanal, der, ich sage mal, ungefragt uns das Wasser zuleitet. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Denn eigentlich wollen wir die Fläche hier unten trocken haben. Und dann werden wir mal gucken, ob wir einen Kanal machen oder ob wir das da oben verschließen. Und es ist noch heute frisch, 5 Grad. So, die Jungs haben jetzt auch die Stirnseiten begonnen. Die Seite sind sie mit der Dachrinne jetzt beschäftigt. Man erkennt sofort am Werkzeug, welche Leute vernünftige Handwerker sind. Also im Mittelsegment sind sie jetzt auch durch mit isolieren. Da sind sie hinten. Und die
Gerüste, was sie sich gebaut haben, ist auch alles recht in Ordnung. Und Zwischenebenen. Wir haben angefangen, die ersten Sachen zu kaufen, weil wir wollen unsere Wurst selber machen. Hier ist ein richtig gewerblicher Fleischwolf, ein Wurstfüllmaschine, eine Maschine nicht, aber ein Wurstfüller. Und ich zeige euch gleich im Video ein paar scharfe Waden, damit ihr seht, wie warm das in den russischen Wohnungen ist. Man hält es hier drunter kaum aus. So, Räucherofen ist jetzt auch erstmal zusammengebaut. Ist ganz gute Qualität, hätte ich gar nicht erwartet. Die Löcher passen alle. Einen vernünftigen Rauchgenerator dazu. Und dann sollte es eigentlich fahren. So, die Jungs waren wieder fleißig gewesen. Darin ist dran. Sieht auch alles sehr akkurat aus. Delta-Folie drauf und dann da kommen die Platten, Blechplatten drauf. Jungs sind flott. Wir sind jetzt im Möbelhaus unterwegs. Das nennt sich hier Hoff oder Ableitung von Höffner. Soll ein Ableger sein. Und wir zeigen euch jetzt mal so einen kleinen Überblick an dem Sortiment, was hier angeboten wird. Ihr seht, diese Küchen sind sehr preiswert, aber trotzdem eine doch gute Qualität. Preis-Leistung ist, würde ich mal sagen, hervorragend. Und man kann überhaupt nicht sagen, zum Beispiel die hier 26.000, das sind rund 320 Euro. Und jeder Deutsche würde sagen, boah, das ist aber günstig. Man muss aber auch immer das Einkommen hier berücksichtigen. Es ist kein Premium-Küchenladen, ist da, wo jeder für sich die normalen Leute Sachen kaufen. Wenn man hochwertige, richtig hochwertige Sachen haben will, bezahlt man natürlich auch sehr hochwertig und vieles Geld, was dann natürlich in mehrere hunderttausend Rubel reingeht. Aber wenn ihr seht, die Auswahl, die dort zur Verfügung steht, finde ich schon eigentlich sehr, sehr schön. Und auch die Qualität, was ich schon erst sagte, empfinde ich als gut und mehr als ausreichend. Jetzt zeigen wir euch mal die Küche, die sich der Matthias mit ausgesucht hat für das Haus, was wir im Dorf noch mitgekauft haben, was noch komplett saniert werden muss und erweitert werden muss, damit da die ganze Familie reinpasst. Also wir sind heute Küche bestellen für Matthias sein Haus. Also grob über den Daumen 130.000 Rubel, kann man ungefähr rechnen, was für deutsche Verhältnisse sehr günstig ist. Das Bild habe ich gerade von den Spenglern erhalten. Die erste Hälfte der Garage ist fertig. Die Jungs sind wirklich flott, kann man nicht anders sagen, und eine sehr gute Qualität. Die sind also jeden Rubel wert. So, wo ich gerade am Schneiden bin, haben mir gerade die Jungs Bilder zugeschickt, wo sie den ganzen Umlauf gereinigt haben. Es sind zwar riesige Schäden und es muss höchstwahrscheinlich, gerade wie bei dem Foto, am Rand alles angestrahlt werden, damit man es verwenden kann. Aber im Groben und Ganzen haben wir doch noch ziemlich Glück gehabt. Es sind einige Abplatzungen, ich denke mal vom Abriss, vom Radlader. Da werden die Borde neu gemacht und dann wird das alles schon irgendwie funktionieren. Aber es sieht schon gleich viel, viel sauberer aus, wenn das Schwarze nach und nach verschwindet. Dann müssen wir nur noch ein bisschen vom Erdreich da. Da sind Tausende von Schrauben und sonstigen Sachen drin. Das müssen wir rausholen. Und dann funktioniert das. Das Schwarze, was ihr jetzt seht, ist das runtergelaufene Bitumen gewesen von der Krone, von der Sperrbahn. Aber es geht voran. Hier muss auch noch ausgeschachtet werden. Wir sind für die Woche am Ende angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es toll, wenn ihr den Kanal abonniert und einen Daumen hoch da lässt. Das sorgt dafür, dass die Reichweite erhöht wird. Ich danke euch.